In Wahrheit aber haben sie nur die entscheidenden Regeln und Strategien kennengelernt und umgesetzt, um das zu verdienen, was sie wirklich wert sind. Sie werden feststellen, was ihnen am meisten Spaß macht, und ich zeige ihnen, wie sie den Mut finden, es zu tun. Wohlstand ist, wenn kleine Anstrengungen große Ergebnisse bewirken. Armut ist, wenn große Anstrengungen kleine Ergebnisse bewirken. George David. Mein Coach sagte dagegen Dinge wie: Lerne von Menschen, die bereits so sind, wie du einmal werden willst. Fehler sind gut. Von Erfolgen lernen wir nicht, wohl aber durch Fehler. Wer kein Risiko eingeht, tut nichts, hat nichts und ist nichts. Es gibt keine Sicherheit, außer unserer Fähigkeit, Chancen zu nutzen. Meine Mutter sagte, das kann ich mir nicht leisten. Mein Coach lehrte mich zu fragen, wie kann ich mir das leisten? Meine Familie suchte ihre Rechte. Mein Coach sprach davon, zuerst die Pflichten zu sehen. Meine Familie vertraute auf die Leistungen unseres Sozialstaats. Sie war der Überzeugung, die Hilfen stehen uns zu. Schließlich haben wir hart dafür gearbeitet. Mein Coach sprach sich gegen diese Es-steht-mir-zu-Mentalität aus. Er war der Meinung, dass dadurch finanzielle Abhängigkeiten geschaffen würden und Menschen schwach blieben. Er glaubte an das Verantwortungsprinzip. Er überlegte, wie er anderen helfen könnte, anstatt darüber nachzudenken, wer ihm helfen sollte. Die unterschiedliche Denkweise über Geld. Meine Familie glaubte, Geld sei nicht wichtig. Mein Coach sagte, Geld ist Wahlmöglichkeit und Freiheit. Als Kind hörte ich oft, Geld ist die Wurzel alles Bösen. Mein Coach meinte, Geld haben zu wollen, aber keines zu besitzen, das ist schlecht. Mein Coach glaubte nicht an die Sicherheit eines guten Jobs. Er sagte, entwickle finanzielle Intelligenz und lerne, Jobs zu schaffen. Wahrlich ein ganz anderes Denken. Ich hätte damals nur zu gern einen sicheren Job gehabt. Und mein Coach sprach davon, dass ich Jobs schaffen sollte. Das hat meinen Blickwinkel vollkommen verändert. Natürlich erfüllte es meine Familie mit Sorge, als sie meine Veränderung beobachtete. Meine Mutter fragte mich, dein Vater ist Rechtsanwalt mit einem Doktortitel gewesen. Was hat dein Coach? Ich erwiderte nach kurzem Überlegen, er hat Geld, viel Spaß und sehr viel Freiheit. Es ist wichtig, den Mut zu bewahren, wenn uns Schicksalsschläge treffen. Je sinnvoller das ist, was wir tun, desto mehr Motivation haben wir, die jeweiligen Probleme zu lösen. Zweitens, wer die elementaren Fragen seines Lebens nicht löst, lebt unfrei in engen Grenzen. Je weniger wir über uns selbst und unsere Werte wissen, desto unfreier sind wir. Grenzen lösen sich auf, wenn wir unsere Ziele, Wünsche, Gefühle und Talente kennenlernen und sie mit unseren Erfahrungen in Einklang bringen. Wenn wir Grenzen überschreiten, gelangen wir zu einem komplexeren Bewusstsein, zu einem tiefen inneren Frieden und Glück. Wir dürfen und sollten alles hinterfragen. Wir haben ein Recht auf Glück und Sinn. Drittens, durch Tätigkeiten, die uns Spaß machen und unseren Fähigkeiten entsprechen, entwickeln wir uns am besten. Das zentrale Prinzip der Evolution lautet, du sollst lernen und wachsen. Wir haben das natürliche Bedürfnis, unsere Ziele immer höher zu schrauben. Das ist keine schlechte Gier, es entspricht einfach unserer Natur. Erfolg bedeutet, nach dem eigenen Entwurf zu leben. Hart für etwas zu arbeiten, nur weil es Geld bringt, ist das, was am allerweitesten vom Erfolg entfernt ist. Immer mehr Menschen spüren das heute. Unser Verdienst ist bei weitem nicht der einzige Gradmesser. Sie sollten dafür sorgen, dass ihr Leben würdevoll und voller Sinn ist. Wir brauchen, noch vor dem Geld, emotionale Komponenten wie Glück, Erfüllung und Friede. Diese Gefühle stellen sich erst ein, wenn wir einen höheren Sinn für unser Handeln haben. Wir können dem Kind viele Namen geben. Die Leidenschaft ihres Lebens, Flow, Lebenssinn, die Aufgabe, die sie mit Begeisterung erfüllt, wilder Spaß. Gemeint ist immer dasselbe. Khalil Gibran, libanesischer Autor und Journalist, sagte, Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Und wenn Sie nicht mit Liebe, sondern nur mit Widerwillen arbeiten können, ist es besser. Sie geben Ihre Arbeit auf und sitzen am Portal des Tempels und nehmen Almosen von denen, die mit Freude arbeiten.